So, liebe Leute, ich bin heute das erste Mal filmtechnisch auf der Essen-Ruger Messe. Und zwar ist es die Spielemesse 2023. Mein letztes Mal, wo ich in dieser Spielemesse war, ist schon ziemlich lange her. Das war noch in die 2000er-Wende, so bis 2009. Danach, naja, hat sich alles verlaufen. Als ich dann wieder mal hingehen wollte, war ja nach dieser 10-19-Krise gewesen und naja, als hat sich dann alles verschoben. Ich habe mir eine Dauerkarte gekauft und ja, ich probiere mal mein Glück. Ich habe keine Ahnung. So, die Türkontrolle habe ich bestanden. Jetzt kommen wir mal erstmal Richtung, ja, ich schätze mal, dass man hier irgendwo das Ding digital entwerten muss, wie bei der Gamescom in Köln, Deutz. Halle 8 sieht also mehr eine Empfangshalle aus. Gut, wollen wir mal jetzt hier stoppen. So, also ich versuche genauso wie in der Gamescom hier mal die einzelnen Hallen separiert aufzuzeichnen, so dass ich nicht alles durcheinander bringe. Gut, Halle 7 ist ziemlich leer. Ist ein Sammelsurium aus vielen Menschen hier zurzeit. Ach, ich bin schon lange nicht mehr hier drin gewesen. Also locker 15 Jahre und ein paar dazu. Es gab hier auch mal die Geschichte, dass hier die Hallen umgebaut werden sollten. Und ja, was haben wir da? Halle 6. Supi. Ich hoffe, dass ich keinerlei Probleme kriege bei dem Filmen. Denn meine Videos sollen ja auch für die Leute gelten, die jetzt nicht so nah in Essen sind, wohnen. Und dass sie halt ein bisschen was von dieser Messe mitkriegen. Hier geht es nicht um Videospiele. Vielleicht eine Kombination aus Videospiel und Brettspiel, sowas gibt es auch. Und man sieht auch, die Stände sind alles ein bisschen dichter als wie bei der Gamescom. Dann wollen wir mal loslegen. Halle 6. Ach, Dorfromantik, das habe ich als Videospiel zu Hause auf Steam. Interessant. Ist das nicht ein wildes Monster? So, jetzt habe ich mein Aufnahmegerät auf ein Stativ gesetzt. Thank you.
Arbeitsplatz, hat das Auto oder sie im Gebäude. Ich gehe mal so ein bisschen langsam die Hallen durch und gucke mal, einige Sachen, die interessant sind, näher an. Es ist halt sehr viel los, wie ihr seht. Sogar mehr als auf der Gamescom. Ja, das gute alte Brettspiel. Funktioniert auch ohne Strom. Ohne Speichererweiterung. Und ohne gute Grafikkarte. Das Buffet draußen. Ja. Bin mal gespannt, wie die Preise hier sind. Also, ich werde mir natürlich auch mal einen Snack erlauben. Kleiner als die der Gamescom. Zumindest habe ich so den Eindruck. Ich bin gerade über ein Spiel gestolpert. Sieht mir irgendwie ein Siedler in groß aus.
Stunde der Maus. Darwin. Ja. Mhm. Ich wäre gerne heute Morgen früher schon hier gewesen, weil da habe ich den Handwerker, der etwas später kam, aber egal. Ja, drei Ausgaben, 12 Euro. Also bei den Videospielen. Ausgang. Achso, sorry. Ich bin falsch reingegangen. Spielbox. Lustig. Schönen Springbrunnen haben die hinten. Oder gefällt mir der Springbrunnen? Ja. Und viele Namen, Perlen, Poseidon. Am Spiel. Minecraft als Brettspiel. Interessant.
los hier. Viel los. Ich hoffe, dass ich heute zwei Hallen durchkriege. Mal durch die Halle durch. Was jetzt gleich kommt, da mache ich wieder mit der Brustkamera, ist dann direkt so mehr in die Tische reingehen, weil es ist mal ein bisschen schwierig. Ja. So. Das ist Halle 1, Teil 1. So, jetzt gehe ich einige interessante Orte mal zu besuchen. Das ist so eine Art, ja. Haben. Marketisch. Das ist halt total. Das ist jetzt eine blöde Kombi. Das ist super remote. Kartenspiel. Ein grobes Spiel für die Kiddies. Ah, nicht schlecht. Finde ich ja nicht mal so übel. Ihr seht, was für eine Schlange Leute hier durchlaufen. Ja, das.
Ja, die Katzen, die heimlichen Herrscher. Natur, Forest. Hi. Hier gehe ich jetzt nicht auf hin, weil es ist mehr so eine Challenge, wo sie viele miteinander irgendwie in einer Art Wettbewerb spielen. Eine Art Puzzle. Eden, das würde mich mal interessieren. Eden. Ich versuche so möglichst wenig Leute auf der Kamera zu haben, aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Mission E. Mission E. Okay, danke. Eden. Wenn ich mal abends zu springen, nur deswegen, weil ich bin ja schon den heilen Rundgang gegangen, nicht wundern. Kann man mal die Box hier haben? Kannst du mal nur zum Durchschucken? Danke.
ein 3D-Spiel. Sorry. Leider nicht in Deutsch vorhanden. Also Spiele, die eigentlich nicht hier zu bekommen sind, aber noch nicht die deutsche Anleitung haben. Wahrscheinlich kann man sich diese Spiele, wenn man sie hier kauft, wahrscheinlich die deutsche Anleitung vielleicht online sich runterladen. Oder man müsste halt ein Übersetzungsprogramm nutzen.
sag mal, dank Übersetzungsprogramm kann man ja fast heute alles sich anschauen. Interessantes Spiel. Aber 450 Euro? Na gut, ist auch was Qualitatives. Wie funktioniert das Spiel eigentlich? Muss ich den Würfel jetzt irgendwie... Nein, das ist für Wingspan gebaut. Das heißt, also, die Würfel nehmen wir. Und würfeln so nach Hause, habe ich meine Würfel. Es ist wie ein Würfelturm für Wingspan. Ah. Und ich habe hinten... Es gibt zwei Schubladen, wo die Ressourcen drin sind. Aber das merkt man, 450 Euro ist ja ein schöner Preis. Ist aber auch jede Menge Handarbeit. Ah, ist handgefertigt? Das ist handgefertigt aus massiv Holz. Ja. Und hier sind kleine Schubladen. Ah. Die Ressourcen. Interessant. Ja, ist eigentlich super. Aber Tisch Eiche, Grundpreis, wow, 4.000. Das ist zwar PC-mäßig teuer, aber dafür hat man auch ein Spiel, was ohne Strom funktioniert. Ja, das ist die Häuschen sind hauptsächlich für Flügelschlachten im Spam gedacht. Mitnahmepreis. Ganz normale Kuppeltür. Wow, 6.650 Euro. Also, das ist doch ein schöner Preis. Also, wenn ihr euer Geld investieren will, investiert in einen Tisch, diesen hübschen Tisch, weil Computer geht kaputt und dieser Tisch, der hält ewig. Der hält ewig. Wow. Wenn ich mir den Preis jetzt angeguckt habe, 6.650 Euro für alles drum dran, für ein hochwertiges, handgemachtes Spiel. Also wie gesagt, dieses Spiel wird definitiv auch ohne Strom funktionieren. Hier könnt ihr eure Spiele kaufen. Wir haben so einen kleinen Kaufladen. Wir haben jetzt Messepreise, das heißt, ihr könnt etwas vergünstigt dran kommen. Das sind so die Spiele, die man auch kaufen kann. Da ist dann halt der Laptop an dem Spiel vorhanden. Und ihr müsst euch wahrscheinlich eine App runterladen. Eine Kombination aus Laptop, also Computer und Brettspiel. Auch was Lustiges. Wir haben jetzt zwei fleißige Spielerchen. Schöne Grafik.
Das ist Herr der Ringe, das Spiel. Das, der Film zum Brett. Was haben wir denn hier drin? Drachenhüter. Das ist Katlan. Ich hab ihn immer was liegen lassen. Ein Aufteil. Wieder ein paar Sachen runtergefallen. Wollen ja die Sache vollzählig haben. So, ich gehe jetzt mal aus diesem hier raus. Ich würde ja gerne noch etwas mehr zeigen. Problem ist, dann habe ich hier einen 4-Stunden-Film draus, weil es sind sehr viele schöne Sachen. Yummy-Monster. Auch hier sind Verkaufsstand. Megabau. Wie gesagt, ich versuche immer halt die Menschen nicht unbedingt auf meine Filme zu bannen, wenn es nicht muss, soll. Ich werde mal noch 4 oder 5 Tische abgehen. Dann gehe ich in einer neuen Halle. Sieht aus wie Memory. Sowas dort ähnliches wie Domino, ne? Nur halt mit Bildchen. Quasi. Und hier geht es halt ein bisschen drum, gleichzeitig wie bei 4 gewinnt eine 4er-Reihe in der eigenen Farbe. Also hier ist Team Orange gegen Team Blau gerade. Die versuchen eine blaue 4er-Reihe zu machen. Und versucht eine orange 4er-Reihe zu machen. Und das kann man natürlich versuchen, dann am äußeren Rand zu blockieren. Um dann noch zu gewinnen.
Das ist gut. Schönes Spiel. Also wie gesagt, es gibt viele Spiele, die hier eigentlich variieren aus 4 gewinnt, aus Memory, aus Domino. Das sind immer Kombinationen halt. So, hier sind wir fleißig am Mischwald. Der Mischwald. Heute müsste es eigentlich heißen... Windmühlenwald müssen wir das heute nennen. Ein bisschen ökologisch gesehen. Und die Dinger da. Ihr könnt auch Spiele euch kaufen. Hier waren wir vorhin durchgelaufen an dem Spiel. Würde ich natürlich sehr gerne mitspielen, aber dann würde ich wahrscheinlich bei so einem halben Tag hier verbringen. So, bei Mint Twisting Fun, da denke ich mal, mache ich Stopp. Thank you.
Bonus auszurücken, wenn man das nicht Es wird mit den Karten gespielt, ne? Imaginäre Würfel müsste regulär eingesetzt werden können, aber er ist auf jeden Thank you.
Nur den Tisch. Hm? Nur den Tisch, was wir machen. Nur den Tisch? Nur den Tisch nehme ich auf. Ach so, ja, alles gut. Damit kann ich empfehlen. Das war Halle 6, die nächste Halle ist 5.